Was ist der Zusammenhang zwischen explosiven Vulkanen, dem internationalen Flugverkehr, Blitzen und der Erschaffung des Lebens auf unserer Erde? Das klären wir hier und wir fangen an mit den Vulkanen. Es gibt verschiedene Vulkantypen und Arten, wie sie ausbrechen. Aus manchen Vulkanen fließt dünnflüssig die Lava raus. Andere Vulkane schleudern explosionsartig geschmolzene Gesteinsteile, Gas und Asche in die Luft. Asche sind zerbröselte Gesteinsteile, die kleiner als 2 mm sind. Natürlich geht das auch noch sehr viel feiner. Bei heftigen Vulkanausbrüchen kann feinste Asche, so fein wie Pollenstaub, nur tausendstel Millimeter groß, so hoch in die Atmosphäre gelangen, dass sie dem Flugverkehr gefährlich werden kann. Asche in Flugzeugtriebwerken kann die Treibstoffverbrennung ersticken, die Turbine lahmlegen und schlimmstenfalls kommt es zum Absturz der Maschine. 2010 kamen Millionen Menschen nicht vom Fleck. Sie saßen Tage und Wochen an den Flughäfen fest. Schuld daran war der isländische Vulkan Eyjafjallajökull. Der spuckte wochenlang Asche in die Luft, teils über 9 Kilometer hoch. In diesem Satellitenbild sieht man in Gelb, wie die Aschewolke sich über Europa ausgebreitet hat. Sicherheitshalber wurde daher der gesamte Flugverkehr verboten, um niemanden zu gefährden. Als kritisch für den Flugverkehr wird übrigens eine Konzentration von nur 2 Milligramm pro Kubikmeter Luft angesehen. Wie viel ist das eigentlich? Das ist ein Kubikmeter Luft. 2 Milligramm Asche passen in einen kleinen Würfel mit einer Kantenlänge von nur 1 Millimeter rein. Dann ist das die kritische Konzentration für Flugzeuge. Schwer zu sehen, schwer zu messen, aber machbar. Atmosphärenforscher können das vom Boden aus mit speziellen Lasern, die sie Zeilometer nennen. Warum ist diese Konzentration aber kritisch für Flugzeuge? Naja, ein modernes Flugzeug kann pro Minute 100.000 Kubikmeter Luft durch die Turbine ansaugen. Das bedeutet, dass nach einer Minute Flugzeit durch die kritische Konzentration bereits ein Deziliter Asche angesaugt wird. Nach 10 Minuten Fliegen durch die kritische Konzentration bedeutet das bereits einen ganzen Liter voller Asche, die die Turbine verstopfen und kaputt machen könnte. Fazit: Explosive Vulkane können mit der Aschewolke gegebenenfalls den Flugverkehr lahmlegen. Und was hat das jetzt mit den Blitzen auf sich? Tja, in Vulkanen kann es blitzen. Wenn man nach Vulkanblitzen googelt, findet man spektakuläre Bilder wie die hier. Vulkanblitze entstehen vor allem bei explosiven Eruptionen. Wie bei Gewitterwolken herrschen in Aschewolken Hochspannungen, die daherkommen, dass kleine Teilchen aneinander reiben. Aus dem Vulkankrater schießen Aschepartikel heraus, laden sich elektrostatisch auf, bis es zur Blitzentladung kommt. 2016 veröffentlichten Wissenschaftler der Ludwigs-Maximilians-Universität in München ihre Messdaten zum japanischen Vulkan Sakurajima. Intensiv untersuchten sie den Vulkan mit Hochgeschwindigkeitskameras, akustischen Sensoren sowie Antennen, die jeden Blitz erfassen können, wegen der elektromagnetischen Signale, die er ausstrahlt. Dabei fanden sie heraus, dass Vulkanblitze offenbar sehr viel häufiger auftreten, als man sie sehen und fotografieren kann, da die Aschewolke die Blitze verdeckt. Sie entdeckten, dass unabhängig von der Größe der Eruption bei fast jedem Ascheausstoß elektrische Entladungen passieren. War die Aschemenge größer, wurden mehr Blitze registriert. Und das kann für den Flugverkehr wichtig werden. Langfristig hoffen die Wissenschaftler, ein Frühwarnsystem zu entwickeln. Das würde dann so aussehen, dass man Antennen um den Vulkan herum aufstellt, die Blitze alle registrieren, auch die man nicht sieht. Und zwar das in sicherer Entfernung von dem Vulkan aus, um gegebenenfalls die Luftfahrtbehörden zu warnen. Und das war jetzt der mögliche Zusammenhang zwischen Vulkanen, Blitzen und dem Flugverkehr. Die ausgestoßene Aschemenge beim Vulkan hängt möglicherweise mit der Blitzhäufigkeit zusammen. Wie genau wird noch erforscht, aber das könnte eines Tages dazu dienen, um Flugbehörden zu warnen. Und was hat jetzt die Entstehung des Lebens auf der Erde damit zu tun? 4,6 Milliarden Jahre ist unsere Erde alt. Am Anfang war sie unbelebt mit einer ungemütlichen Atmosphäre aus Ammoniak, Wasserstoff und Methan. Und eine der großen Fragen der Menschheit ist nun, wie konnte aus dieser toten Materie Leben entstehen? Eine der Theorien ist das Ursuppenexperiment. Miller und Urey hatten in den 50ern die Bestandteile der Uratmosphäre genommen, in einen Glaskolben vermixt und mit Blitzen beschossen. Und nach einigen Tagen entstanden
Tada! Aminosäuren und Zucker, wichtige Lebensbausteine. So, und das ist jetzt der mögliche Zusammenhang zwischen Vulkanblitzen und der Entstehung des Lebens auf unserer Erde. Sind Vulkanblitze der Lebensfunken, der uns das Leben eingehaucht hat auf der Erde?